ich bediene die Kamera. Hallo, ich bin Vanessa. Ich bin heute unterwegs und möchte Passanten fragen, was sie den Kinderrechten zum 25. Jubiläum wünschen. Ich wünsche Kinderrechten und Sterblichkeit. Was wünschen Sie den Kinderrechten zum 25. Jubiläum? Dass Kinder endlich das kriegen, was ihnen vorenthalten wird. Was wünschen Sie den Kinderrechten zum 25. Jubiläum? Dass die Menschen mehr darauf achten. Die Kinder Rücksicht nehmen. Und mehr aufpassen. Mehr aufpassen, mehr Verständnis sein. Die Frage trifft mich ein kleines bisschen unvorbereitet, aber ich darf vielleicht sagen, was ich Kindern ganz allgemein wünsche. Ich wünsche ihnen, dass sie in Freiheit aufwachsen können, dass sie in Frieden aufwachsen können, dass sie in einem guten Elternhaus aufwachsen können, dass sie nicht in Armut aufwachsen, sondern dass sie genug zu leben haben, dass sie die Chance auf Bildung haben, dass sie auch die Möglichkeit haben, im Heranwachsen das zu werden, wo ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten liegen, das zu entwickeln, ja, dass sie gute Freunde haben, dass sie dann irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen und das, was ihnen Gutes widerfahren ist, wieder ihr Leben. Dass wieder viel mehr Krippenplätze eingerichtet werden und Kindergartenplätze. So wie ich das von meinen Kindern damals, wo wir früh angefangen hatten, da war Kindergarten, Krippen, das war alles schon in Ordnung. Und die Leute heute, gut, die sind heute alle ein bisschen später dran, aber die müssen damit klarkommen und das ist nicht einfach. Und ich bin froh, dass ich in Anführungsstrichen früh zum 25. Jubiläum. Wir wünschen den Kinderrechten, dass sie weiter Bestand haben, dass Kinder als kleine Persönlichkeiten akzeptiert werden, dass es keine Kindesmisshandlung gibt, dass es also sowohl Gewalt als auch sexueller Missbrauch nicht mehr passiert und dass die Kinder an vielen Entscheidungen beteiligt werden, die auch hier im Land getroffen werden. Ich wünsche mehr Geld, dass auch mehr umgesetzt werden kann für die Kinder. Dass viel auch angeboten wird im Freizeitbereich, dass nicht nur auf Geld geguckt wird, sondern dass man wirklich guckt, wie geht es den Kindern. Was wünschen Sie den Kinderrechten zum 25. Jubiläum? Ja, vor allem, dass sie auf der ganzen Welt durchgesetzt werden. Das wäre das Wichtigste erstmal. Dass also alle Kinder, egal in welchem Land, diese Kinderrechte wahrnehmen können. Und selbst in Deutschland die Rechte, wie sie ja weltweit gelten, ja, durchgesetzt werden. Und zwar von allen, nicht nur von den Parteien, die nichts zu sagen haben. Kinderrechten zum 25. Jubiläum. Also ich denke, dass ein Kinderrecht ein Recht auf Bildung ist, Bildung und Ausbildung. Das wünsche ich mir auf jeden Fall für alle Kinder und für alle gleich. Dann, ich gehe davon aus, wenn man Milliarden in diesem Land für den BER im Sand setzt, werden ja wohl einige Milliarden mal für die Bildung übrig sein. Und ich hoffe, dass das mal erhört wird. Was wünschen Sie den Kinderrechten zum 25. Jubiläum? Viel Kraft, mehr Unterstützung, ne? Auch für Kinder in ärmeren Ländern. Oder Weltländer. Auf jeden Fall. Was? Dass die mehr Hilfe kriegen. Vor allem Hilfe diese, um sich selber zu helfen. Jetzt nicht nur von außen irgendwelche Geschenke und Hilfsgüter und Lebensmittel, sondern einfach auch die Möglichkeit, sich selber dann weiterzuentwickeln. Was wünschen Sie den Kinderrechten zum 25. Jubiläum? Zum 25. Jubiläum wünsche ich den Kinderrechten, dass sie weiterhin ausgebaut werden, sich mehr Leute für die Kinderrechte einsetzen und generell von der Gesellschaft einfach ein bisschen mehr Engagement gezeigt wird. Wenn mein Kind einen Klaps erhält, auch das habe ich mit meinen Kindern gemacht, sehe ich das gar nicht so schlimm.